Servus, YouTube. Wir sind wieder mal am Stüssel, wie der Susko sagen würde. Wer weiß, wen ich meine. Ist jetzt im Vorteil, weil der versteht's. Leute, ich sag's euch. Ich spiele Orcs Must Die weiter, weil ich gerade richtig Bock drauf habe und es ist immer noch die gleiche Aufnahmesession. Ja, hab ich Bock drauf. Wir haben gerade die Dampffalle bekommen. Die ist totaler Dreck. Aber mein Gott, wir haben sie bekommen. Wir starten ins Level. Das Level heißt der Sturm. Nee, Strom. Und es ist auch eins meiner Hasslevel, weil ich zeige mal eben das Zauberbuch. Ihr seht's schon. Es werden Oger kommen und es werden Höllenfledermäuse kommen. Und es werden Koboldläufer kommen. Leute, ich sag's euch, dieses Level ist das erste Level, was schwieriger wird, weil die Dinger fliegen. Das heißt, wir brauchen Luftabwehr, die wir so im Grunde nicht haben, soweit ich weiß. Das ist ganz schön scheiße. Aber wir werden es schaffen. Hoffe ich einfach mal, weil wir müssen es schaffen, ne? Sonst geht's Let's Player nicht weiter. Ja, wir packen ein in unseren Koffer die komischen Säurebehälter-Dinger, weil wir brauchen die halt einfach. Barrikaden, Teerfalle, Bogenschützen, Bogenschützen, Bogenschützen. Bogenschützen wären auch nicht verkehrt. Wir könnten die ja oben platzieren. Pfeilwand, Wandklinge nehmen wir noch mit. Ja, und den Windgürtel. Für den Anfang auf jeden Fall. Dann mache ich aber kurz eine andere Aufstellung. Ich mag das sonst nicht. So, dann kommt das, das, das. Wenn ihr jetzt was im Hintergrund hört, das ist mein Vater. So, wie fangen wir an? Ich würde sagen, wir fangen an, weil wir nur begrenztes Budget wieder mal haben. Aber dieses Mal noch knapper als sonst. Mit den Bogenschützen. Ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht. Ach, guck mal, hier steht auch schon Bogenschütze. Ich weiß gerade ehrlich gesagt auch nicht wirklich, ob die Bogenschützen auch die fliegenden Dinger abhalten. Wäre natürlich sehr geil, aber ich weiß es halt nicht. Wir fangen wieder mit der Säure an, beziehungsweise die Säure ist ja auch unsere Hauptwaffe irgendwie, weil, naja, es sind immer einfach so, sie ist die stärkste Waffe, die wir hier haben. So. Und so, mein Mund ist ganz schön trocken. Ich habe jetzt drei Aufnahmen hintereinander gemacht. Ich sollte vielleicht mal in Betracht ziehen, etwas zu trinken. Werde ich dann nach dieser Runde tun. Weil während der Aufnahme was trinken ist schon ein bisschen, ne? Nicht so professionell. Kann man später mal machen. Beim Live-Commentary oder bei anderen Sachen. Das wird schon. Ja, Leute. Was soll ich da groß zu sagen? Ich habe vor, auch einen Let's Test jetzt anzufangen, also anzufangen, einen Let's Test zu machen. Wird auf jeden Fall auch ganz lustig, hoffe ich mal. Es wird ein Let's Test von, sag ich nicht. Ah, ich sag's nicht, weil, ja, weil wegen Spannung. Ihr wisst es. Ist ja dann irgendwie auch doof. Deswegen warte ich lieber noch was. Was hat denn jetzt auf mich geschossen? Ach, geil, die Bogenschützen schießen auf die Viecher da oben. Aber wir sollten auch auf die schießen. So. Haben wir gut überstanden, würde ich sagen, oder? Ah, hier sind noch welche da oben. Ah, mit dem Kopfschuss fallen sie direkt runter. Ist natürlich von Vorteil. Oh, die platzen auf, wenn sie runterfallen. Hatte ich gar nicht so im Kopf immer. Ah, das brauchen wir nicht. Wir setzen lieber mal. Huch, wir setzen lieber mal. Geh da hoch. So, wir setzen hier lieber mal oben nochmal einen Bogenschützen hin, damit das Ganze ein bisschen besser abläuft. Bats, da haben wir die Kobolde erledigt. So. Ist einer durchgekommen? Nein. Später geht da drüben die Türe noch auf. Das wird ein Problem. Aber bis dahin sollten wir hier das alles. Nein, scheiße. Scheiße. Ich kann jetzt nicht abbauen. Das geht erst, wenn wir wieder aus der Runde raus sind. Das war jetzt sehr taktisch unklug gesetzt, aber ich hoffe, es wird. Jetzt können wir nämlich abbauen. Perfekt. Dann können wir nämlich hier
schon mal so weit alles vollsetzen. Wie viel Geld haben wir? Aber oh, nicht viel. Oh, jetzt brechen sie durch die andere Türe. Jetzt brechen sie durch die andere Türe. Und in der Luft sind auch wieder welche. Kommen drüben welche? Nein. Perfekt. Die haben wir dann schon mal ausgeschaltet. Wo sind die? Weil die müssen nämlich die ganze Strecke fliegen. Die fliegen hier nicht über das Säurebecken. Das ist sehr praktisch. Das verschafft uns persönlich ein wenig Zeit. Und man hat ja gesehen, die wurden auch schon ganz gut von unseren Bogenschützen in Schach gehalten. Ich habe nicht genug Energie und das ist ein wenig nervig. So, Kopfschuss, habt ihr den gesehen? Das war ein godlike Aiming. So, oh, wir verdienen sehr wenig Geld, fällt mir gerade mal so auf. Kopfschuss, Kopfschuss, Kopfschuss. Oder auch nicht. So. Und so. Perfekt. So. Perfekt, Freunde. Perfekt. Jetzt könnte eigentlich die nächste Runde mal anfangen und mir erstmal Fettpunkte geben. Da habe ich gerade gar keinen Bock drauf, Kobolde. Jetzt kommen aber nicht von hier auch Kobolde, ne? Das wäre mal megamäßig unfair. So. So, die Kobolde wurden gut in Schach gehalten von unserem Bogenschützen. Ah, wir verdienen so wenig Geld, das ist das Problem. Wir müssen immer so viele Orks mit so wenig Geld in Schach halten. Die Münze ist ganz wichtig. Also ganz wichtig jetzt. Ah, sie ist auf jeden Fall schon von Bedeutung. Also man merkt es schon, wenn man sich dann Sachen kaufen möchte. Ich habe eine SMS schon wieder. Ich krieg hier andauernd SMS in dieser Folge, ne? Das ist echt nicht normal, Freunde. Da drüben ist noch eine Münze, die möchte ich natürlich haben. Dann setzen wir uns. Nein, scheiße. So. Perfekt, Freunde, perfekt. Ed freut mich wirklich sehr. Die Bogenschützen, da haben wir 4 Stück. Sollte eigentlich ganz gut hinhauen. Hier drüben kommt keiner. Da nein, nein, nein. Boah, beinahe in die Säure gefallen. Hier drüben kommen ganz viele. Fällt mir gerade mal so auf. So. So, Freunde. Der ist down. Können wir da drüber werfen? Und? Nein, schade. Schade, schade. Aber es ist auszuhalten. Boah, ja, man lauft mal zum Fass. Kommt hier. Batz, haben wir. Voll die Pleite gehabt gerade. Aber ist okay, ist okay, ist okay. Von da drüben kommen auch noch wieder welche. Scheiße. Oh, scheiße, oh, scheiße, oh, scheiße. Wir verlieren massig Leben gerade. Das ist natürlich gar nicht blendend. Wir sind im roten Bereich. Nein, nein, nein. Perfekt. Er liebt diesen Job. Das freut mich für dich. Ich persönlich muss sagen, ich finde den gar nicht mal so geil. Also ich würde den nicht Jahre machen wollen. Wir müssen nach hinten, beziehungsweise wir müssen nicht nach hinten, aber wir gehen mal nach hinten, weil wir hier natürlich auch eine gewisse Abwehr haben wollen. Ja, Leute, da können wir auch schon wieder weitermachen. Flieger auch wieder, okay. Weiß ich Bescheid. 16er Strähne. 6er Strähne. Und Bart. Ich muss immer ein bisschen aufpassen, weil die aus der Türe da kommen, die sind natürlich schneller bei unserem Portal zur Erde und das ist natürlich nicht so geil. Wir sind in der 7. Runde, wenn ich das gerade richtig sehe. Ja, und 30 Leute dürfen durchkommen. Ist auf jeden Fall bis jetzt ganz gut. Läuft also, aber das heißt ja noch nichts. Jetzt kommen sie nämlich wieder von beiden Seiten und hier kommt ja jetzt nämlich ein Oger. Das ist totaler Dreck. So. Bart, achter Strähne, wir müssen den Oger töten. Am besten wäre es auch mal, wenn unsere verflixten Bogenschützen doch mal bitte auch was machen würden. Ja, perfekt. Hier kommen aber viel zu viele gerade raus. Deswegen auch die Pfeilwände. Genau deswegen. Damit die dann auch weggehalten werden. So.
drüben kommt gerade nichts, wenn ich das richtig sehe. Das freut mich natürlich. Wir sind in der achten Runde. Es geht auf jeden Fall positiv nach oben. Wir sind in der neunten Runde, Freunde. Neunte Runde ist jetzt angelaufen. Oh. Ich gehe jetzt mal ganz schnell noch zurück. Obwohl, warte, wir könnten eigentlich hier jetzt nochmal das setzen. Und dann gehen wir jetzt nochmal zurück. Setzen erstmal natürlich hier Säure. So. 13er Strähne hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und wir setzen hier oben nochmal einen hin. Dann haben wir da oben auch nochmal eine dicke, fette Verteidigung. Hier ist wieder ein Oger, der gefällt uns natürlich persönlich gar nicht. Aber er ist down. Perfekt. Die Kobolde sind auch weg. Sind sie weg? Sind sie weg? Sind weg. Okay, perfekt. Jetzt müssen wir rüber, weil hier kommen natürlich. Oh, ich habe den falschen Zauber ausgewählt. So, perfekt. Und die letzten Gegner sind da. Das hier müsste jetzt auch der letzte Ork sein, ne? Ne, doch noch nicht. Okay. Ah, da oben. Geht das? Haha. Geil. Wir haben das Level abgeschlossen. Keiner ist durchgekommen. Bis jetzt haben wir nur Flawless gemacht. Das ist perfekt, Freunde. Auf jeden Fall geil. Freut mich sehr. Ich sag mal, bis dann. Kommentiert, abonniert, favorisiert, was weiß ich, nein, Spaß. Ihr könnt kommentieren, das ist gut, Freunde, das passt. Mehr braucht ihr nicht machen. Ich melde mich zurück, ich bin ans Mikro gekommen, das ist nicht gerade gut, aber kein Problem. Ich melde mich zurück im nächsten Part. Das war der Strom. Bis dann, Servus.